Bei solchen Beißern war ein Weidmannsheil in grauer Vorzeit wohl eher ein Seltenheitsfall. Da war der Mensch häufiger Beute als Jäger. Doch keine Angst, in Capcoms neuestem Action-Adventure Monster Hunter 3 können ihnen die Urzeitviecher nichts anhaben. Nur schwer zu erledigen sind sie auch hier. Stilgerecht präsentierte Nintendo der Presse das Wii-Spiel im Zoologischen Garten in Hamburg. Wie es der Spieletitel schon sagt, jagen sie hier Monster. Keine einfache Aufgabe, selbst das beachtliche Waffenarsenal hilft oft nur wenig. Denn viele der clever agierenden Urzeitviecher bringen sie nur mit einer durchdachten Strategie zur Strecke. In Japan ist die Bestienhatz ein Riesenhit. Dort verabreden sich virtuelle Schützenkönige sogar online zum gemeinsamen Fallenstellen und Kesseltreiben. Serienfans stehen vor allem auf die anspruchsvolle Jagd. Das tiefgründige Kampfsystem ist allerdings nicht jedermanns Sache. Die Lernkurve ist sehr hoch. Das heißt, ich muss erstmal A, meine Waffe beherrschen, B, wissen, wie verhält sich das Monster und wo ist seine Schwachstelle. Es ist nicht nur einfach immer nur auf den Kopf schlagen irgendwas. Es ist wirklich, ich muss sehen, okay, jetzt macht er die Attacke, die muss ich kontern. Und dann habe ich das irgendwann alles mal überwunden, dann kann ich auch loslegen. Wo Jäger sind, wird auch gesammelt. Reste ihrer Beute, wie etwa Klauen, Hörner, Häute oder Schädel, nutzen sie, um ihr Equipment aufzurüsten. Sogar die Entwicklung eigener Waffen und Rüstungen ist damit möglich. Im Mehrspielermodus gehen sie gemeinsam auf die Pirsch, entweder zu zweit vor dem Fernseher oder online mit bis zu 4 Weggefährten. Der Multiplayer-Modus hat keine eigene Geschichte. Man konzentriert sich hier auf die Kommunikation zwischen den Jägern. Die Spieler haben so die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Geschichte in das Spiel zu bringen und zusammen auf die Suche zu gehen. Die Stadt ist die Basis für Online-Aktionen. Ich kann eine eigene Gruppe gründen oder auch jederzeit einer bereits bestehenden beitreten. Monster Hunter 3 ist so, man hat einen Schlussstrich gezogen, hat gesagt, okay, wir lassen jetzt die Update-Geschichte hier und machen alles neu. Sprich, die Welt ist neu, alle Level sind neu, fast alle Monster sind neu und dementsprechend auch die Waffen und Rüstungen, weil die Waffen und Rüstungen entsprechen meistens dann den Monster, die man auch dann gejagt hat. Mit Monster Hunter 3 feiert die Kultserie Premiere auf der Wii. Ob der spannende Beutezug hierzulande ähnlich große Erfolge wie in Japan feiern wird, bleibt abzuwarten. Dort fesselt die Jagd Millionen von Spielern vor den Schirm, vor allem im Mehrspielermodus. Doch gerade im Online-Bereich tut sich Nintendos Spaßkonsole hierzulande noch etwas schwer. Vielleicht sorgt der Titel für einen Schub.